Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wir machen schon wieder ein Spielinhalt. Ja. Ja, kein Dungeon, keine Instanz, sondern ein Spielinhalt. Ich mag Spiele, die Inhalte haben. Das Spiel hat viele Inhalte, tatsächlich. Boah, also es gibt wirklich viele Spielinhalte. Ich habe selbst noch nicht alle gemacht, nicht mal ansatzweise. Alter. Wisst ihr, auf welchen Spielinhalt ich jetzt Lust hätte? Ich werde mal heute Gyros bestellen. Alter. Ich bestelle heute, by the way, auch. Ich habe einen 3-Euro-Gutschein heute bekommen. Nice. Gönne ich mir. Übrigens, mal Peggy, Heilerrolle, immer Protes hauen. Hau ja, das ist schon klar. Aus. Was machen wir? Ich bin bei der Gruppe vorher nur davon ausgegangen, dass wir das immer noch haben, aber das verliert man immer alles. Ja, weil wir halt eine andere Gruppe sind. Wisst ihr, was seltsam ist? Das ist Alter, der Bockmann! Alter! Der Bockmann! Meint ihr, der hat richtig Bock? Wisst ihr, ich versuche ja nicht so viel über Dark Souls hier zu reden, aber was soll ich denn machen? Ja, das ist ist schwierig, ne? Weil er eher was von dem Iron Knuckle aus Zelda hat. Der Bockmann. Der macht Bockmann. Alter. Wir haben übrigens einen Maschinisten hier bei uns. Also Mock am besten, glaube ich, von hinten mal angreifen. Okay. Nee, Mock hat verschiedene Kombos, die von Seite, hinten und vorne Schaden machen. Das heißt, man macht das immer so von hinten immer mehr Schaden. Was? Nee, das ist vom Skill immer abhängig, nicht vom Gegner. Achso. Ich muss da echt, sie machen. Ja, ich werde angegriffen, Pulli. Ich habe ja schon gesagt, du tanzt eigentlich um den Gegner herum. Pulli. Ich sammle die doch. Wo kann ich mir die. Oh Gott, ich muss da mal durchlesen. Weißt du, ich habe nie ein MMO gespielt. Das ist alles ein bisschen sehr viel für mich. Auch mit den Millionen Menüs, die man hat, okay? Ja, das kann überfordern, wenn man das zum ersten Mal spielt. Das kann überfordern. Ich meine, ich würde gerne nachschauen, was mein Skill macht, aber Alter, hast du mal Start gedrückt? Ja. Halt doch einfach mit. Du, ja, halt einfach die Maus drauf. Halt einfach mit der Maus auf die Fähigkeit drauf, dann wird ja beschrieben, was es ist. Das ist auch eine Idee. Oh! Ja. Boah, wir sind schon Level 13, Alter. Hier läuft bei uns. Ja, das geht mit solchen Inhalten schnell. Aber wir kriegen hier keine Gegenstände, ne? Nee, hier nicht. Aber in den Dungeons gibt's halt Loot und auf den Loot kannst du würfeln. Achso, ja. Aber die Bosse haben bis jetzt keinen Loot gedroppt. Nee, hier nicht. Lame. Ja, oh, also, ich kann mich selber heilen, sehe ich gerade. Die macht man auch später eigentlich nicht mehr, wirklich. Du kannst dich selbst heilen. Mhm. Das ja, sehe ich nicht ein. Er hat Chakra. Ich bin hier der Heiler, hallo! Das ist eine Notlösung. Du nimmst diese Fähigkeit aus deiner Leiste raus, danke. Ich habe sie noch nicht verwendet bisher. Ja, du nimmst sie jetzt raus, danke. Okay. Eiskalt. Ich benutze sie sogar. Wo packe ich sie jetzt hin? Ich habe sie wegge. Oh, ich habe sie jetzt echt rausgemacht. Ah, keine Angst, du kannst sie wiederfinden. Ich weiß nicht, ich glaube, die ist mir auf den Boden gefallen. Okay, ich habe nur eine Attacke, die wirklich wo die Position einen Unterschied macht. Welche Position muss dann stehen? Hinter dem Gegner. Okay. Und das ist der erste Angriff, den ich mache, um die Kombo überhaupt anzufangen. Dann war es vielleicht Ninja, was ich im Kopf hatte. Wo von der Seite was wirklich Relevantes war. Bekommt man nicht noch mehr Fähigkeiten dazu? Ja, doch. Später hast du dann wahrscheinlich da auch was. Mit Faustkämpfe habe ich nie weit gespielt. Also ich bin auch noch kein Mönch, was dann deine spätere Stufe ist, sozusagen. Mönch. Mönch. Das war halt, du haust drauf. Da sind wir schon wieder bei dem fucking Mönch, ja. Ich hatte bei irgendeinem, ich weiß nicht mehr, welches Let's Play das war, entweder Silia oder Fire Emblem, glaube ich. Da gab es auch eine Diskussion über Mönche. Da habe ich gesagt, meistens sind doch Mönche in solchen JRPGs oder generell RPGs immer irgendwelche Nahkämpfer. Heiler. Ja. Nein, Nahkämpfer. So, ja, doch, stimmt, sie Nahkämpfer sind. Entweder mit einem Stab oder mit den Fäusten. Und dann haben ja auch alle gesagt, nee, das ist doch eher irgendwas, was mit so ein langes Gewand anhat und keine Ahnung. Nein, das sind Nahkämpfer. Das sind immer Priester und sowas. Ja, Mönche sind immer Nahkämpfer meistens. Ich glaube, das mit den Mönchen, dass man das verwechselt, das ist eher ein kulturelles Problem, weil Mönche bei uns einfach was anderes sind als in Japan. Ja, genau. In Japan so hinduistische Mönche oder sowas, die sind halt. Und hier ist schon wieder der Beweis. Fucking Mönche sind Nahkämpfer. Oder buddhistische Mönche. Ich werde ein Mensch. Glaube ich dir irgendwie nicht. Aber wow, was habe ich hier für riesige Bärenfallen aufgestellt? Also, für Mönch darfst du auf jeden Fall keinen Sex haben. Hast du ja schon mal. Oh! Alter. Punkt Nummer 1 abgehakt. Oh Gott, nein, meine Handschuhe. Ah, diese Farbe. What the fuck? Bist du ein Schmied oder was?
Das sieht aus wie so Schweißerhandschuhe oder so Schmiedshandschuhe. Wo seid ihr denn? Hier beim Rüstungshändler. Ich habe mir ein paar neue Sachen gekauft. Ich habe auch eine neue Waffe. Jetzt sieht mein Schwert wieder nach einem Schwert aus. Guck dir seine Handschuhe an, ey. Alter. Das Schwert sieht aus wie Playmobil. Alter. Aber es sieht nicht mal aus wie ein Holzbrett. Aber wie Playmobil jetzt. Pass auf, es gibt hier eine Rüstung für Mog, die Juchlederrüstung für Level 14, 12 und 14 und 15, meine ich. Ja, Magier. Das wird ihnen super gefallen, weil das ist als Mann sieht das so super scheiße aus. Alle haben sie mir gekauft. Ja, viel Spaß beim Lendenschurz. Warte, ich will mir auch was kaufen, Moment. Ey, Kegi, wusstest du, dass du, was zu weg ist das gerade? Ja. Das ist so dumm. Okay, ihr wisst ein Thumbnail-Shot, pass auf. Warte, ich muss selbst einkaufen, dann hol ich mir meinen Thumbnail-Shot. Morg trägt einen Lendenschutz. Nein, das ist nicht das Problem. Ja, so. Problem ist das Oberteil. Ja, so ja, das ist auch super scheiße. Schau dir das Oberteil an. Das ist nur meinem weiblichen Charakter passabel. Passabel. Ich bin ein Mönch. Nein, noch bist du Faustkämpfer, du bist in der Ausbildung. Komm schon, Kegi, hol dir den Thumbnail-Shot. Warte, ich muss einkaufen. Halt den Mund, ich kaufe ein. Das ist sehr kompliziert, was ich hier gerade immer habe. Diese Plaplus. Ständig am Einkauf habe ich recht. Plaplus habe ich recht. Ekelhaft. Zaubertempo, ne? Ist okay. Frauen sind aber fast genauso schlimm. Was ist das denn jetzt für ein Ton hier? So, wo zeig mal. Alter, Zwiebelfrisur, schau mich an. Komm ins Licht. Oh, okay. Wir müssen ein richtiges Shooting machen. Kann ich in die Ego-Perspektive gehen? Ja. Wie denn? Weiß ich nicht. Wenn du rechten Stick drückst. Ja, super. Ist deine Brust frei? Ja. Wie gehe ich in die Ego-Perspektive, Mann? Rechter Stick drücken, falls du Controller angeschlossen hast. Warte, ich bleib. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Tatsächlich geht. Kann ich das Interface ausschalten? Ja, aber oh, keine Ahnung mehr wie. Das ist der Content, für den die Leute eingeschaltet haben. Sieht so scheiße. Also bei mir sieht's besser aus. Alter, warte. Warte, dreh dich mal, Mock. Schau dir die verklemmte Fully-Chart an. Dreh dich mal, damit du ins Licht guckst, Mock. Dreh dich mal bitte. Genau, so ist besser. Die Pose wieder ändern. Ja, die Brust muss offen sein. Alter, jetzt geht's aber ab, ey. Oh ja, zeig mir mehr Nippel. Wow. Alter, wie fut die Zwisch wieder aussieht. Okay, ich hab, was ich wollte. Ja. Ich hab das Gefühl, bei weiblichen, auch da ist es eine seltsame Wahl für ein... Ey. Was denn? Sind die Scheiße? Das ist besser. Könnt ihr bitte meine Brille noticen? Ich hab eine sexy Berührbrille. Eine ist Brille. Das Monokel? Nein, eine Brille. Kannst du nicht richtig sehen, du bist zu klein. Mann, dann setz dich hin. Das lässt er sich nicht zweimal sagen. Fuck, er steht da immer auf. Ich kann dich kaum mehr. Alter, du hast einen Bart. Ja, natürlich. Im Alter, das ist eine fancy Brille, mein Freund. Ja, Mann. Ich bin generell fancy mit meinen blauen Klamotten hier. Ihr seht schon cool aus. Und mein Zwiebelkopf. Okay, wo wollen wir als nächstes hin? Ah, wir können die nächsten Quests machen, oder? Warte, ich kann mal kurz gucken, ob wir einen neuen Inhalt haben. Nee, ab Level 15. Ich weiß, dass dir gefällt, was du siehst, aber versuch dich bitte von meiner sexy Anwesenheit nicht allzu sehr ablenken. Können wir uns bitte auf die Arbeit konzentrieren? Machen wir wieder ein Gildengeheiß? Ich konzentriere mich auf die Arbeit, wo ich schaue. Ja gut, dann lass weiter questen. Ich habe eher das Gefühl, dass du von meinem sehr ansprechenden Körper etwas mehr abgelenkt wirst, als du solltest. Gehst deine Arbeit nicht mehr vernünftig nach, ist so mein Gefühl. Ich arbeite halt im Mund. Das habe ich schon gemacht. Ja. Okay. Ein Einhorn-Chocobo, der grün ist. Ja, du kannst deine Chocobos färben. Das ist ein super komplizierter Prozess, weil du so ziemlich jeden fucking Farbton haben kannst. Und es kommt halt immer darauf an, in welcher Reihenfolge und wie du deine Chocobos fütterst. Es gibt Seiten, die dir das ausrechnen, was du ihm füttern musst, in welcher Reihenfolge, damit du deine Farbe hast. Das ist ja fast wie Digimon World. Ich habe da oder auch Paper irgendwie Mario richtig 2. Viel Geld für ausgeben müssen, damit ich meinen damals weiß färben konnte. Okay, warum nicht schwarz? Habt ihr jetzt den Scheiß gesammelt? Ich habe das ja alles abgelegt. Ja, müsst ihr die Quest wieder in der Stadt abgeben. Ich habe die schon lange gemacht, aber die haben beim Einkaufen. Nee, ich habe die Quest auch schon gemacht.
Ich habe gemacht, bevor du sie überhaupt schon gemacht hast. Du wusstest dann noch nicht, dass wir also sie nur wieder auf Bulli-Chan. Natürlich. Wie immer. Ich hab auf euch gewartet. Recht. Natürlich, du hast auf uns gewartet. Ja. Wir hatten die Aufgabe schon fertig, du Lappen. Genau. Wir müssen das blaue Gebiet, ne? Oder? Ja, nein, eigentlich das nicht. Aber hier, wir können das Feld machen. Ich hab hier mehreres auf einmal. Ich hab hier auch mein, allerdings, ich glaube, Wahllos mein Bessarium. Mischling eigentlich auch ein rassistischer Begriff für die Rasse, von der Fundis der Charakter ist. Hat die Klappe? Ich würde sagen, so ein verwahrloster Mischling. Weil du bist ja zur Hälfte Mensch und zur Hälfte Katze. Wo ist das Problem? Weiß nicht, scheint mir ziemlich seltsam zu sein. Das ist nicht seltsam. Ich glaube, der ist keine Katze. Ich glaube, der ist einfach nur ein Furry. Wie funktioniert das? Deswegen habe ich auch meine Ohren am Kopf oben. Weißt du? Das sind echte Ohren. Ich habe keine Ohren an der Seite. Nein, ich habe keine Ohren an der Seite. Oh mein Gott. Sieht das ein bisschen seltsam aus? Es ist euch gar nicht aufgefallen. Es ist mir auch ewig nicht aufgefallen, tatsächlich. Fahrte erfolgreich. Fahrte. Die Fahrte war gut. Fahrte? Da ist ein Sonnenmückenschwarm. Da oben sind die Gegner. Ich hau ihn mit der Faust. Ich glaube, die brauche ich für mich. Ich habe übrigens auch die Spinnengeschichte, die mir vor kurzem passiert ist. Und geht's zwar um deine Spinnenwaifu? Was? Nein, es geht nicht um Dark Souls, es geht um die Realität, Fully. Okay. Manchmal muss man auch über die Realität reden. Und zwar dachte ich mir, ich gehe gerne in die Badewanne. Das ist sehr heiße Scheiß, war wirklich sehr heißes Wasser, aber darum geht's nicht. Du hast eine Badewanne? Ja. Boah, du lebst ja wie ein König. Ich habe eine Duschwanne. Man hat eigentlich fast immer eigentlich in den meisten Wohnungen eine Badewanne. Ich habe keine Badewanne. Hast du mal versucht, in der Badewanne zu duschen? Das ist nicht der heiße Scheiß. Nee, das will ich nicht, aber ich will baden. Ich habe eine Duschwanne. Ich würde so gerne baden, aber ich habe nur eine Dusche. Das kann ich mir vorstellen, wenn man gar keine hat. Das hatte ich auch mal in so einer Wohnung. Da hat ein bisschen was gefehlt. Ja, auf jeden Fall. Aber in der Badewanne zu duschen ist auch ziemlich ranzig. Auf jeden Fall. Irgendwie hinter dem Badschrank oder so, wo ich habe, da war scheinbar ganz oben, da hat sich so eine Spinne eingenistet. Und dann ist sie irgendwie die Decke entlang geklettert. Ich weiß nicht warum. Vielleicht nur den Wasserdampf angelockt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie dann direkt in der Decke über mir. Ich habe sie gesehen, ich dachte mir, Alter, du Fuckspinne, du willst dich jetzt hier nicht runterlassen. Die Spinne dachte sich, oh Mann, ist das Schaum? Da muss ich runter. Und ich hab sie angestarrt, sie kam immer weiter runter. Stück für Stück, sie hat sich immer weiter genähert. Ich dachte mir, sie landet genau direkt bei mir, wirklich nicht irgendwo anders. Als sie immer näher, Stück für Stück. Oh mein Gott. Dann habe ich zur Seite gegriffen, habe mir Klopapier genommen und habe sie zermatscht. Trauriges Ende. Ja. Sie kam einfach nur weiter runter und sie hat nicht nachgedacht. Sie dachte sich, Alter, ich werde mich jetzt sowas von da auf den draufsetzen. Hier gibt's übrigens wieder deine. So einer bist du also, nur weil etwas kleiner ist als du, direkt zermatschen. Ich seh schon, du spielst deine Rolle gut, ey. Als Schläger. Ja, ist ja auch ein Rüpel. Ich würde euch beide zermatschen. Hast du mein Oberteil gesehen? Mit deinen Brustmuskeln. Ja, ziemlich. Gar keine Brustmuskeln. Hey. Okay, doch, du hast ein paar. Danke. Ich denke nicht, dass ich nicht gesehen habe, als du das Outfit getragen hast, dass du einen Push-Up-BH anhattest. Dass das nicht als natürlich war. Ich habe das Gefühl, du hast mit dem Klopapier was ganz anderes gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe die Quest, die ihr habt, nicht angenommen. Dann mache ich keine Ahnung. Ich kann ja nichts machen. Oh. Ja, hast du die nicht vorne direkt davor angenommen? Keine Ahnung. Bevor wir gerade in dieses Gebiet rein. Typen, die haben beide eine Quest abgegeben. Ach so, nee, habe ich nicht. Da habe ich meine Spinnengeschichte erzählt. Er war so fokussiert. Ja, war ich wirklich. Es ist schwer, eine Geschichte zu erzählen. Da musst du nicht die Worte finden. Und das ist wahr. Das ist wahr. Ein Meißel finden. Wo ist hier ein Meißel? Nein, richtige Worte, nicht ein Meißel. Siehst du, es ist nicht so einfach. Also ich habe alles. Hammer und Meißel. Nee, die Worte, Fully. Worte suchst du, kein die Meißel. Die Worte. Ich habe noch einen alten Hammer gefunden. Malachithaufen. Oh, okay. Das war ein Meißel. Ist das so eine Art Kackhaufen von den Viechern? Ich habe keine Ahnung. Könnte sein, ne? Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihre Kacke lila leuchtet. Selbstverständlich. Es kommt aber drauf an, was man isst. Da ist ein Dungeon! Ja, das ist der 17er Dungeon. Lass rein! Das ist der 17er. Ja, aber wir sind gut. Wir kommen da nicht rein.
Wir sind ziemlich gut, okay? Wir sind nicht nur ein bisschen gut, wir sind halt wirklich gut. Das Spiel ist ziemlich beschissen, oder? Insofern sehe ich nicht, was das Problem damit ist, was? Warum? Ja, weil es misst dich nicht an deinen Fähigkeiten, sondern an den Zahlen. Ekelhafte Scheiße. Das ist halt einfach so. Nix wegen ist halt, das kannst du nicht gut reden. Die Sache ist einfach, die jeder Dungeon es schafft. Ich bin Kegi. Ich bin mit. Ehrlich, mein Heilungszauber wäre ich jetzt nicht in dieser Situation. So, was ist los? Danke. Ist er fast gestorben? Ich hab nicht mal gesehen, dass du Schaden bekommst. Ja, ich weiß auch nicht, auf einmal sind fünf Viecher auf mich losgegangen, obwohl eigentlich immer nur eins auf einen losgeht hier. Na, aber ich hab nicht verstanden, wie das passieren konnte. Ich muss die Sonnenmücken erledigen. Mich greifen Bomber an. Mücken. Oh Gott, wisst ihr, was mir vor kurzem bewusst wurde? Raus aus dem Kreis. Was mir vor kurzem aufgefallen ist. Ist euch schon aufgefallen, dass der Winter im Großen und Ganzen. Okay, es hat bei mir heute geschneit, aber ansonsten. Der Winter ist im Großen und Ganzen wieder vorbei. Mhm. Das heißt, was demnächst wieder bevorsteht, sind die unerträglich warmen Sommertage. Brech es nicht aus, bitte, nein. Nee, es kommt der Frühling. Frühling ist super. Jedenfalls, Frühling ist okay, aber wisst ihr, wenn man keine Pollenallergie hat, was für Highlights geben wird. Beliebte Stellen, die alle mögen, wie zum Beispiel schwitzende Bett liegen im eigenen Schweiß, weil man nicht schlafen kann. Das Problem habe ich tatsächlich nie. Echt? Nicht. Also dann. Also ich hatte nie. Also sogar weiter oben. Ich schwitze zwar dann nachts bei so einer Hitze, aber das aber hindert mich nicht beim Bist du ein Typ, der ohne Decke schlafen kann? Nee, kann ich nicht. Dann hast du vielleicht echt immer Griff in dem Zimmer, dass das irgendwo nördlich ist oder so, das Fenster. Ich bin halt ein Mensch, der recht schnell friert. Keine Bei Ahnung. Mir ist das Gegenteil. Ich kann Kälte gut abhaben, ja, genau. Aber Wärme nicht. Ja, bei mir geht's. Mit mir geht's genau. Kannst du nicht beides nicht gut abhaben, du bist doch scheiß dünn. Nö, Kälte kann ich. Aber ja, ich bin scheiß dünn. Und scheiße. Und Fully. Woher kommt das denn? Ich hab das Gefühl, Keggy hat so irgendwie eine passiv-aggressive Einstellung gegen mich. Nee, das hab ich gegen jeden. Ja, er hat die, weil eigentlich wollte er lieber seinen Traum von Speedrus In war eigentlich die Besetzung, die Traumbesetzung von Keggy war eine andere. Du warst nicht Teil davon, Fully. Siehst du? Er ist ja auch noch kein Teil, er ist noch ein Praktikant. Habt ihr nicht letztens gesagt, ich bin eingestellt? Das ist eine Lüge. Ich habe zum Beispiel bei Paper Mario, genau, das habe ich heute aufgenommen, da habe ich ganz genau erwähnt, dass es eine Sache gibt, von der ich, die mir absolut nicht gefällt, und das wäre zum Beispiel Fully zu sagen, dass er mehr als nur ein Praktikant bei Speedrus In ist. Da habe ich gesagt, zum Glück wird das aber eh nie passieren. Ja. Wollt ihr mich verarschen? Das Video wird vor dem hier online gekommen sein, also es ist offiziell. Du hast mal in der Gruppe geschrieben, ja, ich würde sagen, wir behalten Fully und dann... Ja, und ich habe dir auch gesagt, dass ich dir 10 Euro gebe, damit du dein Oberteil ausziehst. Das will ich auch nicht wirklich machen. Manchmal musst du auch mal mit dem Joke mitrollen. Aber... Das heißt, ich werde hier für dich bezahlt? Ja. Trotzdem. Ich meine, der Kanal wirft eh kaum was ab und... Alter, das sollen wir auch noch mit dir teilen, oder was? Yes. Irgendwann treffen wir uns, dann kriegst du ein Eis und dann ist alles gut. Einmal die Schnauze! Ich würde sagen, ich übernehme die Hälfte von den Kosten des Eises. Das ist fair, glaube ich. Wollte ich mich verarschen. Hey, bei mir gibt's auch nur gutes Eis, okay? Es gibt Magnum oder Ben & Jerry's. Alter, so teures Eis willst du kaufen? Ich dachte, wir kaufen eine Kugel Eis bei der Eisdiele und das war's. Ich mag das Eis von der Eisdiele in der Regel immer nur. Was? Wieso das denn? Ich weiß nicht. Das ist super. Ist halt basic, aber super. Es kommt halt auf die Eisdiele drauf an. Das stimmt, ja. Ja, bei uns, die Beste, die es bei mir in der Gegend gibt, die machen das halt auch immer alles selber und sehr fantasievoll und alles, aber ich weiß nicht. Seid da oben fertig? Nee. Machen wir überhaupt? Also ich muss die Stechmücken finden. Ja, die haben so ein Fax-Symbol über mir. Fully war da voreilig. Ja, ich war ein bisschen schneller. Nicht schneller, sondern voreilig. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Ich habe das Gefühl, ich werde nur an mir rumgenörgelt. Nein. Wie kommst du darauf? Fully, jeder muss seine Rolle spielen. Und das ist nun mal deine Rolle. Es tut mir leid. Ich habe dir angeboten, dass du die Rolle haben kannst, der einen, die sich auszieht. Genau, du wolltest es nicht. Jetzt hast du eine andere Rolle bekommen. Ich beuge mich nur dem System.
Hättest du dich für mich mal für das System gebeugt, dann hättest du eine andere Rolle. Alter, ich habe... Halt mal die Schnauze! Können wir jetzt in den Dungeon? Nein! Wow. Das war ganz schön laut. Hat man das gehört? Ja. Was? Das... Ja. Ich könnte nicht sagen, was das genau war. Das könnte ja alles sein. Sogar ein Hubschrauber vielleicht. Apropos. Ja. Ich musste eigentlich schon vor dem letzten Part dringend aufs Klo und ich merke gerade wieder, dass ich da echt dann demnächst mal hin muss. Ja, lass einfach laufen. Du hast bestimmt einen Lederstuhl, oder? Was ist mit einer Flasche? Mhm. Ja, dann halt. Ich meine, wir spielen MMO, ne? Ich habe Schwamm. Meine... Ja, okay, reicht. Hallo, kann ich euch was verkaufen? Nein. Oh, da dreht er sich sofort um. Hey, der hat ein Problem mit Shopping. Er kann da immer nicht mit aufhören. Habt ihr die Quest von dem Tschechesan? Tschechesan? Oh Gott, mein Outfit wurde noch schlimmer. Jetzt hat er... Alter, die rote Hose. Alter. Das sind Stiefel, keine Hose. Warte, wir müssen ins Licht. Komm ins Licht. Jetzt versuche ich mit meinem Fuß auf das Gamepad zu drücken. Ah, hat geklappt. Ja, das ist schon viel besser. Perfekt. Das Outfit auch mal an, Fuddy. Ich schau es mir an. Du sollst dir anziehen auch, du selber. Ach so. Okay. Wie, er soll sich das anziehen? Ja, das gleiche Outfit, pass auf. Ach so. Ich schau es dir an. Alter! Endlich zeigst du mal Haut. Was ist da passiert? Ich habe das Gefühl, ist das ein Push-Up-BH? Ich sag ja. Nein. Guck, nein, das ist alles natürlich. Das sind die normalen Tank-Klamotten in MMO-RPGs. Das ist kein Tank, das ist kein Tank. Was? Das sind Damage-Leder-Sachen, das sind Ledersachen. Alter, deswegen trage ich das ja nicht. Die Handschuhe, Alter, die passen so gar nicht. Nee. Alter, was sind das eigentlich für Monsterteile? Das sind Schweißerhandschuhe. Das sind Fäustlinge! Nein, das sind tatsächlich, die haben Schrauben dran. Ja, ich sehe da aber keine einzelnen Finger. Ja, das stimmt. Alter. Okay, oh. Ich kann auch mit Tschechersan sprechen. Ja, solltest du. Mhm. Und dann müssen wir wieder zurück zum zentralen Tanalan, ne? Wisst ihr, das keine Sache ist? Mir gerade auch mal, dass ich echt unschön finde. Nee, da ist noch ein rotes Gebiet. Ja, das machen wir erstmal. Ja, würde ich auch sagen. Ihr müsst mal drauf achten, bei dem Auftrag angenommen Schriftzug. Da ist so eine kotzgelbe Schein nach außen Dingens da außen rum. Das ist eklig. Okay. Findest du? Ich mag den Schriftzug eigentlich. Ja, aber der Schein da außenrum ist echt unschön. Du magst ja auch deinen Review-Schriftzug. Alter. Ich hab gesagt, ich hab zugegeben, dass er recht generisch ist, aber ich fand ihn jetzt nicht furchtbar. Also mir war der recht egal. Also. Nein, ich fand den jetzt auch nicht so schlimm, wie Mock das dargestellt hat. Halt die Schnauze, jetzt lässt er mich als den Bösen dastehen. Natürlich. Aber er hat einen Punkt, dass es schwachsinnig ist, ihn reinzupacken. Ja. Weil niemand was irgendwie mit dem Schriftzug oder dem Logo oder sonstiges anfangen kann. Ja, das stimmt. Das Problem ist halt nur, dass jetzt keiner von den Zuschauern auch nur im geringsten weiß, wovon wir reden. Und wenn wir die Geschichte jetzt erklären, dann ist alles so, das ist, ich glaube, wir sollten die Geschichte nicht weiter erläutern. Es bleibt ein Geheimnis. Wir müssen wissen, Geheimnisse machen uns sexy. Und je mehr Geheimnisse wir aufbauen... Die einen mehr als die anderen. Genau. Mich mehr als Fully. Ja, die Schnauze, ich bin super sexy. Ah, ich weiß nicht, hast du mal die Handschuhe gesehen und deine aus dem Form bestehendes Kleid. Ja, die Schnauze, ich musste einen Tank spielen, weil keiner von euch einen Tank spielen wollte und ihr lieber einen Tank dabei haben wolltet. Hey, ich bin der Faustkämpfer. Guck mal, das sind Mischlinge. Die sind, du bist das, kein Tank. Die sind so wie du. Ein Damage-Dealer. Ich hätte auch gerne Damage-Dealer. Ich bin Faustkämpfer. Hä? Keiner hat dir gesagt, dass du einen Tank spielen musst. Du hast gesagt, du willst einen. Nein, ihr habt eigentlich gesagt, wäre es nicht besser, wenn wir einen Tank hätten. Und dann wollten wir alle in Ulda starren und deswegen habe ich einen Tank gespielt. Ja, aber erst hast du dich für einen Tank entschieden. Als ich nicht gesagt habe, dass es nicht besser wäre, wenn wir einen Tank hätten. Als wir das erste Mal angefangen haben zu spielen, einfach nur zu testen, da hast du auch den Tank genommen. Er hat es ausprobiert, ob er runterspringen kann und er ist runtergesprungen. Ich kann nicht heilen. Leben. Ich komme. Heil mich. Ich springe auch runter. Du sollst nicht so viel Fallschaden nehmen, du hast weniger Gewicht. Hey. Ich eigentlich auch, Alter, das ist fast kein Fall. Was? Warum hast du mir den Fallschaden genommen? Ich bin noch zwischendurch. Stimmt! Fully kann durch Fallschaden gar nicht sterben. Echt?
Ja, ja, weil er halt immer einen HP, weil er eine Katze ist. Cheating. Außer natürlich bei in Dungeons oder Bosskämpfen, wo das halt eine Mechanik ist. Fully, wir müssen wir lang. Oh, du bist ja fast tot. Ja, weil ich hier runtergesprungen bin. Ich heile dich, Fully. Boah, du hast ja voll viel Leben. Mock habe ich mit einer Heilung fast voll geheilt. Anfühlt. Glaubt ihr, es gibt Leute, die süchtig danach werden? Wir müssen uns nicht porten, wir können einfach weiter. Glaubt ihr, es gibt Leute im Final Fantasy Universum, allgemein in so RPG-Welten, die so süchtig nach Heilzaubern werden? Weil es halt für sie so ein schönes Gefühl ist. Da machen sie so Dinge wie sich den Hammer immer auf die Hand hauen und sagen sie, na, sieht aus, als würde ich nochmal den Heilzauber brauchen. Einen wieder zum Mitnehmen. Und dann sitzt er da und dann sagt er sich, ja. Oh ja, schön. Und dann irgendwann ist er halt echt, ist er wirklich mal geschwächt und merkt er so, fuck, die Heilzauber, ich habe mir so viel reingezogen, ich habe eine richtige Toleranz dagegen entwickelt. Ich spüre die Heilung nicht mehr. Mich. Zu viel Antibiotika geschluckt. Ich habe das Gefühl, mein Balken, der hat sich keinen Millimeter bewegt. Und können wir mal kurz über das Design der Sandkröte reden? Weil die Augen sehen aus wie Katzenaugen. Voll gruselig. Ja. Ein bisschen erregt. Das ist wie so ein dieser Blobfisch und ein Frosch zusammen irgendwie. Mit Katzenaugen. Ich will die lieben drin. Ihr versteht, was ich meine. Das ging schnell. Ja. So, irgendwie müssen wir hier hoch. Hier kann man hoch, glaube ich. Ja, wir müssen hier das Gerüst. By the way, Mock, bei dir, deine Klamotten, Alter. Das ist einfach alles so durcheinander. Grüne Handschuhe, rote Hosen, irgendwie so. Ab Level 15. Dunkelbraunes Oberteil. Da, wo wir gerade waren, da gibt es ja noch eine kleine Ecke mehr, wo wir dann auch noch hingehen werden. Und da gibt es ab Level 15 eine Quest, wo man dann quasi das Färben erlernen kann. Und da kann man dann seine Ausrüstung vernünftig färben. Nein, ich sehe es schon kommen, Mock. Er wird komplett pink aussehen. Nein, ich werde mir wieder pink und weiß nehmen als. Ja, ich wollte gerade so sagen, Venture pink und weiß. Und ja, aber ich glaube, pink ist recht teuer. Weiß ich dann nicht, die Farbe muss man sich rosa kaufen. Rosé. Oh, die Farbe, das was du sagen willst, ist Rosé. Hier ist ein Fade. Go, go, go. Können wir machen. Go, go, go. Ihr macht das schon, Jungs. Mach Schnabel. Und Fully. Würde gerne deinen Schnabel mit meinem Hammer anhämmern. Oh, ich glaube, die Gegner können einen Angriff namens Blitz. Ich habe, glaube ich, davon irgendwas gelesen. Wisst ihr, was mir da wieder für eine Sache aufgefallen ist? Ich bin bei sämtlichen RPGs und sowas, ich Pokémon vollkommen verstört, weil ich immer der Meinung bin, dass so Flugkreaturen, so Vogelkreaturen oder so, ja, also Fliegende, dass die immer eine Schwäche gegen Elektro haben. Ja, das habe ich auch immer. Ist doch so. Das ist ja gar nicht so. Ja. Es ist oft so, aber tatsächlich. Aber das denke ich auch immer, wenn ich RPG spiele, dann denke ich mir auch, bestimmt Blitz. Generell, was Elemente so angeht, ich bin so vom Pokémon einfach geprägt. Ja, vom Pokémon hat man sich am stärksten eingeprägt. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich bei P mir einfach nicht merken kann, gegen was effektiv ist und sowas. Drache und Stahl, oder nicht? Drache ist gegen P keine Wirkung. Unlicht war, glaube ich, nicht sehr effektiv und eine Schwäche war Gift, ich weiß nicht mehr. Gift, ja. Hey, Eigenschaft, verbesserter Leichtfuß. Wann kriegt man eigentlich die Attributspunkte? Jedes Level. Ich habe jetzt keine bekommen. Ich bin doch, hast du einen. Du bist auch Level 13. Ich bin kein Level up. Was denn? Vor allem, aber sonst jedes Level. Wenn man im Charaktermenu schaut, neben den Items sind so grün-rote Balken. Ist das die Haltbarkeit meiner Items? Ja, das ist die Haltbarkeit. Ah, wir brechen bald ein paar Items ab. Ja, dann müssen wir zu einem Händler oder so gehen. Da gibt's auch immer die Möglichkeit, was zu reparieren. Eigentlich Items günstiger, wenn sie fast ihr maximales Haltbarkeitsdatum erreicht haben. Wenn man sie sich dann kauft, kann er immer auch sagen, ja gut. Nein. Oh. Vor allem, wenn ihr Rüstung tragt, dann hat das auch irgendwann, das nennt sich Bindung und dann könnt ihr es auch nicht verkaufen. Aber ey, man kann es in Materia umwandeln, nur. Man kann es nicht mehr verkaufen, also könnte man sagen, dass so vollgesaugt mit dem Schweiß ist, dass man es nicht mehr verkaufen kann. Bei dir mit Urin. Hat keinen Wert. Hey. Du hast doch gerade irgendwas von Schwamm und Pissen geredet. Hey, also, ich habe mir ein paar frische Schwämme gekauft und dann kann ich die auch mal einweihen. Ich meine, wenn man Tafelschwamm hat, wäre es doch theoretisch möglich. Bestimmt. Musst du in den Tupperbox legen oder so. Nur musst du ihn dann auch irgendwie ausbringen und das ist ein Job, den ich nicht erledigen werde. Vielleicht sollte man den dann auch einfach wegwerfen. Mit der Tupperbox gemeinsam. Genau.
Oh, mit dem Rest deiner Wohnung, weil du vermutlich sehr widerliche Dinge machst, um nicht aufs Klo gehen zu müssen. Das war auch immer seltsam, wo ich noch in der Ausbildung gearbeitet habe und man hat dann halt ein paar Baustellen gehabt, wo du halt keine Toilette hattest. Und ja, beim Pinkeln geht's, da findet man eine Stelle. Nee, das Problem ist, dann bist du dann auch noch irgendwo in einer Einkaufsstraße oder sowas. Fade? Oder nicht? Ja, und dann sind wir dann meistens immer in Alter, das Schwein! Ja. In unseren halt, in unseren unseren Sprinter reingegangen, also unseren Van, und haben dort dann in so einen Eimer gepinkelt. Oh Mann. Und das war dann immer super eklig, das dann auszuschütten. Und pass auf, ich hatte einen Arbeitskollegen. Nein, ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat sogar seine Sachen reparieren lassen. Er hat sogar in so einen Eimer reingekackt. Oh nein! Ja. Warum tut man sowas? Das waren so schön. Unmenschliche Zustände auf manchen Baustellen. Wobei das tatsächlich noch angenehmer ist als die klassischen Plumpsklos. Ah, ich weiß. Ja nicht. Teilweise so ich weiß, widerlich. Ich glaube, ein Plumpsklo würde ich bevorzugen als so ein Eimer. Wenn ich wählen müsste. Ja, der Eimer, da weißt du wenigstens, dass es nicht älter als ein Tag ist. Ja, bei einem Eimer spritzt das alles hoch. Ja. Ein Plumpsklo, das ist halt meistens. Das ist alles tief weiter genug, weg, ja. Ja, genau. Ich glaube, bei diesem Thema und hier in diesem wunderschönen Dorf ist ein perfekter Zeitpunkt, den Part zu beenden. Selbstverständlich. Ich möchte auch anmerken, dass da ein großer Topf ist. Und oh, pass ich da rein? Man kann sich ja überlegen, was da drin ist. Pass ich da rein? So eine Theorie. Nein, leider nicht. Da willst aber du nicht rein. Glaub, es sieht sogar braun aus. Ja, das ist was Braunes drin. Nein, und sie dampft. Bis zum nächsten Part. Oh, das ist wie aus Resident Evil 4. Ich weiß nicht, ob ihr Stelle kennt. Da gibt es so ein Medaillon. Da muss man überall so einen Brunnen, da muss man dann irgendwie in so eine Holzstütze abschießen, damit das nicht da reinfällt. Und der Brühe, die ist auch ganz braun. Die ist voll mit Maden. Das ist ziemlich widerlich. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht.